Ja, ich habe zwei Erinnerungsstücke. Das eine ist der Cicero, besser gesagt der Cicero-Preis. Den habe ich einmal für die beste Rede bekommen. Und das hat sie immer in Wellen geworfen. Wegen diesem Preis werde ich immer wieder zu Reden eingeladen. Und ich gehe ganz gerne an die Reden. Und vor diesen Reden heisst es dann immer, er hat als einziger Schweizer den Cicero-Preis bekommen. Das stachelt mich natürlich dann nachher an, die Rede möglichst gut zu machen. Und in einsamen Stunden, es hat nicht so gut geht, dann schaue ich dem Cicero an in seine bronzenen Augen und wir sagen uns beide, wir überleben die Anfindungen schon. Und die zweite Erinnerung, die ich habe, das ist die Fotos, die ziemlich oft jetzt im Internet kommen, wo Adolf Ogi und ich, wir uns in die Arme fallen beim Durchstich vom Gotthard-Basistunnel. Es ist für mich eben ein Symbol, was in der Politik auch möglich ist, dass zwei Regierende von verschiedenen Parteien, von verschiedenen Kulturen miteinander etwas können erreichen, wenn sie Kompromisse gehen. Und was besonders ist, sie können sogar Freunde werden. Radio SRF. Eins für mich.